Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder zu einer neuen Folge von Make Love, Fake Love und zwar Folge 4. Heute bin ich sehr gespannt, denn wir starten ja mit der Nominierung. Das bedeutet, heute muss wieder jemand gehen, ein Single-Mann oder auch ein Vergebener. Beim letzten Mal hat es ja einen Single-Mann getroffen, was natürlich nicht so gut war. Deswegen drücken wir hier die Daumen, dass es dieses Mal einen Vergebenen trifft. Ich bin gespannt, Freunde. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video und damit let's go. Halt zu denken, dass ich sie verarschen will oder so, weißt du, wie ich meine? Oder dass ich halt einer bin, auf den man so reinfällt? Dann ist vorbei. Sprich mit dir. Bruder, soll ich dir was sagen? Was denn? Ich finde das komplett süß. Echt jetzt? Ja, Mann. Ja. Finde ich sehr süß. Bruder, was willst du denn hier reißen? Also kannst du ja nichts anderes machen. Das ist eine sehr schöne Aktion, Mann. Er nimmt sich das halt so krass zu Herzen gerade. Und ich hatte halt wirklich, wo er sie geküsst hat, ne? Ja, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, in welchem Format wir hier sind. Also, dass man hier besonders misstrauisch ist, ist natürlich kein Wunder, ja. Er ist wirklich die Person, die ich am wenigsten irgendwie einschätzen kann, weil er sich halt irgendwie so voll viele Sorgen macht und so. Und man könnte natürlich auch sagen, ey, ist bestimmt gespielt und man könnte das auch so spielen, wie er das macht. Oder aber das sind halt wirklich seine echten Gefühle, was natürlich umso schöner wäre irgendwie. Aber ich traue ihm trotzdem noch nicht komplett. Wäre das so hinter geschlossenen Gardinen, Bruder, wäre das ja was anderes wie hier. Wäre noch schlimmer. Meinst du? Wenn ich dann wissen würde, die haben sich geküsst, wäre noch schlimmer. Also du wüsstest, der hat die geküsst und die hat das nicht gesagt oder was? Oder wie meinst du? Fände ich noch schlimmer, klar. So lieber dann vor deinen Augen, oder was? Das war schon schlimm. Ja, aber Bruder, klar ist das noch schlimmer, wenn... Ja, Bruder, ist generell schlimm, ne? Max ist schon mein größter Konkurrent. Ich sehe, dass Jelis ihn auf jeden Fall toll findet. Ganz klare Kiste. Ja, also Max ist ja noch nicht lange drin, aber der ist auf jeden Fall schon gut rangegangen hier. Mal gucken, wie lange er das noch machen wird. Ich wäre auf jeden Fall, wenn ich Jelis wäre, wäre ich bei ihm auch sehr, sehr misstrauisch. Der ist geil drauf, Mann. Der kommt hier rein, macht direkt Bier. Die Villa brennt direkt. Der ist sehr stark, der wird auch nicht locker lassen, Bruder, der macht weiter. Ja, ja. Natürlich. Der räumt auf, Bruder. Der nimmt die ganzen Namenhops her, der lässt den Bruder in den. Den Kampf nehme ich aber gerne an. Lieber Max. Aber Vorsicht, Max checkt nämlich hier schon mal seinen Bizepsumfang. Ich weiß nicht, ne? Mich persönlich erinnert Max irgendwie immer ein bisschen an Farid Bang. So, keine Ahnung. Aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann denke ich einfach an Farid. Ich hoffe, euch geht's noch gut und hoffentlich lange. Gut, denn ihr wisst es, es steht eine weitere Entscheidung an. Es ist der zweite Showdown. Da möchte ich erstmal, guck mal, neue Gesichter, wir haben Neuzugänge. Hi Max. Hi, freut mich. Hi Freddy. Hey. Ich bin Janine, schön euch kennenzulernen. Und einer von euch beiden hat Jelis auch schon ziemlich gut kennengelernt. Da gucke ich mal so ein bisschen dezent in deine Richtung, Max. Du hast schon ganz schön losgelegt. Ich habe schon gehabt. Was heißt losgelegt? Wir haben uns super verstanden. Wir haben ein bisschen tiefere Gespräche gehabt auf jeden Fall. Wie war das mit Max? Wie ist dein Eindruck von ihm? Boah, da also, bin ich jetzt gespannt. Er macht es wirklich sehr gut. Er ist ein cooler Typ. Es ging sehr schnell. Was genau ging sehr schnell? Der erste Kuss war ein bisschen sehr schnell. War es zu schnell? Auf den war ich nicht vorbereitet. Okay. Auf den zweiten war ich vorbereitet. Und der war dann noch besser? Der war noch besser, ja. Noch besser. Das freut die anderen natürlich zu hören und einen vor allem ganz besonders, und zwar Yannick, ja. Oh, ey, das ist, ja, das ist schon lustig, so die Situation natürlich, ne? Das muss doch mal wiederholt werden. Ganz wichtig, den Kuss hätte man auch schon vergessen können, aber zum Glück wurde das nochmal zusammengefasst. Dass das heute nicht der erste Kuss von Max und Jelis war. Ja, ich fand es einfach ein bisschen schade, dass sie es mir nicht erzählt hat. Ups. Stimmt, warte mal. Ich glaube, das hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Es gab ja zwei Küsse und den ersten hat er dann gar nicht mitbekommen. Oder davon wusste er noch gar nichts. Weil am Anfang hatte er ja auch schon über diesen Kuss geredet. Und dann war ich die ganze Zeit aber bei diesem ersten Kuss, aber den wusste er ja noch gar nicht. Stimmt, da ging es ja nur um diesen Challenge-Kuss quasi. Der erste Kuss, auch wenn er ein bisschen schnell ging, hat sich auf jeden Fall richtig angefühlt. Genauso wie der zweite, der sich noch besser angefühlt hat. Du hast einen Single-Mann bereits nach Hause geschickt. Heute ist die zweite große Entscheidung und natürlich hoffe ich mit dir mit, dass du diesmal einen vergebenen Mann erwischst und nicht den nächsten Single-Mann nach Hause schickst, weil dann wird's langsam knapp. Brian.
Ich finde, du machst immer so einen ganz fröhlichen Eindruck. Du bist lustig, du lachst viel. Aber ein bisschen zurückhaltender bist du geworden. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass deine Freundin das vielleicht nicht so gerne sieht. Nee, ich habe keine Freundin. Also von dem her ist alles gut. Chris, ich habe das Was Gefühl, Jelis könnte jederzeit zu dir kommen. Wenn irgendwas wäre, könnte sie mit dir reden. Die Frage ist nur, reicht das? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Jelis muss entscheiden, ob das reicht, ob wir nochmal die Chance bekommen oder halt eben nicht. Fabio, ich finde, du bist ein richtig guter Entertainer. Gibt es denn auch eine romantische Seite an dir? Heute wird es auf jeden Fall noch mehrere romantische Seiten geben, denn es ist Vollmond. Ja. Und da bin ich immer sehr aktiv. Okay, was passiert an Vollmond? Das ist natürlich auch mal so eine gute Möglichkeit, um quasi zu sagen, ey, wenn du mich rauswählst, dann verpasst du später was. Deswegen sollte ich lieber drin bleiben. Aber ich glaube, Fabio wird auch dabei bleiben. Ja, ihm, bei Fabio würde ich eigentlich auch relativ sicher sagen, dass er Single ist. Aber man kann sich halt auch schnell täuschen, ne? Aber bei ihm würde ich jetzt sagen, okay, ich glaube, der ist wirklich Single. Er wird ein Werwolf. Okay, dann überrasch uns. Yannick. Ja. Na? Dieses Jahr, das war schon so leicht genervt. Das ist die große Ehre, den ersten Schlüssel zu bekommen. Wie war es für dich? Schön. Sehr schön. Bist du vielleicht sogar schon ein kleines bisschen verliebt? Vielleicht, ja. Vielleicht? Und deine Freundin, ist die eifersüchtig? Du hast mich das letztens auch schon gefragt. Ja, da hab ich frag dich das vielleicht noch ein paar Mal. Ja, kannst du ruhig machen, aber ich habe keine Freundin. Jelis. Deswegen bin ich sehr gespannt, welchen Namen du jetzt nennst. Chris. Ich glaube, liegt dann wahrscheinlich daran, weil er ein bisschen ruhiger war und sie dann darauf schließt, dass er vielleicht eine Freundin haben könnte. Ist halt schwierig, ne? Ob er die Leute, kann man natürlich auch nicht so wirklich pauschalisieren, aber sind eher die Leute Single, die vielleicht zurückhaltend sind oder die voll auf Angriff gehen. Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf deinen zweiten Wackelkandidaten. Warum hast du ihn gewählt? Weil ich glaube, dass unsere Leben nicht zusammenpassen könnten. Mhm. Ich habe eine Tochter und ich brauche einen starken Mann an meiner Seite. Mhm. Und wen wählst du deswegen? Ermin, okay. Das heißt, du bist der zweite Ja, auch eher eine ruhigere Person, ne? Also eigentlich ähnlich wie Chris, wenn es darum geht. Der Kandidat, stell dich bitte mit zu uns, zu Chris. Und damit kommen wir zu deinem letzten und dritten Wackelkandidat für den heutigen Abend. Warum hast du ihn nominiert? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass er eine Freundin hat. Aha. Brian. Oh, Brian, okay. Dann komm bitte auch zu uns. Wenn sie meint, dass ich eine Partnerin draußen habe, dann ist die Tür gleich leider leer. Ermin, du stehst jetzt hier das zweite Mal. Ja. Warum? Tja, anscheinend hat sie die Befürchtung, dass ich kein starker Partner an ihrer Seite wäre. Vielleicht komme ich ja noch mal die Chance, das ein bisschen zu zeigen. Genau, gute Antwort. Einzig richtige Antwort. Möchte er natürlich noch mal beweisen, dass er das doch sein kann. Ich bin mal echt gespannt. Also ich kann es irgendwie gar nicht einschätzen, wen sie davon nehmen wird jetzt von den dreien. Aber ich habe das Gefühl, Brian wird es nicht. So viel glaube ich zu wissen. Aber die Tür wird definitiv leer sein. Jelis. Ja, das glaube ich sogar auch. Gibst du eine Chance? Wer fliegt heute Abend nicht aus der Villa? Brian. Ja, okay. Brian ist safe. Dass du mir jetzt sagst, welchen der beiden Männern du definitiv keine Chance mehr gibst und wer damit direkt die Villa verlassen muss. Chris. Oh, Chris. Okay, Chris ist raus. Das tut mir sehr leid, Chris. Wir werden jetzt erfahren, wie dein Beziehungsstatus ist, ob du in einer Beziehung bist oder ob du Single bist. Wir werden es jetzt... Boah, was sage ich jetzt? Jetzt muss ich natürlich noch mal einen Tipp abgeben. Ich sage, Chris ist Single. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass sie wieder jemanden rauswirft, der eigentlich Single ist. Antwort ist eingeloggt. Gucken wir mal. Leer, oder? Krass, okay, Pete ist da drin. Okay, ich dachte erst, da kommt niemand raus. Krass, okay, Chris und Pete. Hallo. Geil.
Aber sehr gut, ne? Damit hat sie natürlich schon mal den ersten Mann rausgewählt, der vergeben ist. Und wir wissen auch endlich, also das hat mich irgendwie voll interessiert, wer der Partner von Pete ist. Ich hab's von Anfang an geahnt. Ich hab's von Anfang an geahnt, dass Chris einen Partner hat. Aber die Frage ist, jetzt hat sie eher gedacht, dass er eine Partnerin oder einen Partner hat. Also ich wäre da an ihrer Stelle auf jeden Fall nicht auf den Gedanken gekommen. Die Lüge aufgehalten konnte, also von daher. Dann nimm deinen Traummann und raus aus der Villa. Okay, aber ein gutes Ergebnis für den Jawohl. Abend. Mega. Ich freue mich so für ihn, ne? Voll. Die Dinge laufen hier nicht immer genau so, wie man das denken könnte. Okay, was kommt jetzt? Auch du, Ermin, musst die Villa verlassen. Hä? Alles klar. Okay. Aber ich dachte eigentlich nur eine Person heute, aber sind dann doch zwei. Auch von dir wollen wir natürlich wissen, wie ist dein Beziehungsstatus? Ich hab Gänsehaut, geht ja. Bist du vergeben? Oder bist du ein Single-Mann? Boah, gute Frage. Ich sage Ermin, der. Ich sag auch hier wieder, wahrscheinlich liege ich dann trotzdem wieder falsch, aber ich sag mal, er ist Single. Ja, ah, okay. Boah, aber das ist ja eigentlich dann voll das heftige Ergebnis für den Abend heute, ne? Das ist schon krass. Einfach zwei vergebene Leute raus. Aber ich glaube, es kommen auch immer mal wieder welche rein noch, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon. Auf jeden Fall Ermin und Niki. Grüße gehen raus an Niki. Die beiden sind auch zusammen. Okay. Süßes Paar. Niki und Ermin, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ist ja auch auf eine Art ein gewagtes Experiment für euch als Paar. Darf ich kurz noch was sagen? Gerne. Ich drücke dir die Daumen, dass du die echte Liebe hier findest. Dankeschön. Och, Ermin. Das tun wir natürlich alle. Vielen Dank, du bist echt ein feiner Kerl. Danke, Niki und Ermin. Dankeschön. Boah, krass, ey, was ein Abend bis dahin. Ne, geht ja noch weiter, aber damit sind wir erstmal mit der Nominierung fertig. Ich wollte erzählen, dass Max mich mitgeküsst hat. Aber dann ist es ja heute beim Spiel. Im Zimmer? Ja. Kam es eher von ihm aus? Von ihm, ja. Also wenn es danach geht, braucht er sich keine Sorgen machen. Hast du es mir nicht gesagt, als ich bei dir im Zimmer war? Ich wollte halt, dass du das von mir erfährst. Und nicht von irgendwem anders oder vor allen und du weißt es nicht. Aber es gab halt keine Zeit mehr, dann zu reden. Hat mich schon ein bisschen verletzt. Also nicht cool. Okay. Dass du mir das halt jetzt erst so gesagt hast. Und nicht schon irgendwie heute Mittag, als ich bei dir war. Weil ich meine, da waren wir alleine. Okay. Hättest du es mir eigentlich auch schon sagen können, meiner Meinung nach. Ich muss schon zugeben, dass mein Herz ein bisschen blutet. Also es tut mir schon leid, wenn es anderen Menschen meinetwegen schlecht geht. Und ich sehe es Janik einfach an. Ich hoffe einfach, dass du weißt, dass das, was wir halt hatten, so für mich was Besonderes ist. Nicht nur irgendwas. Oder dass das irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Weil das, glaube ich, geht schon über das Spiel hinaus. Okay. Was da von mir kommt. Und das kannst du nach 5 Tagen sagen? Also ja. Schon. Ernst gemeint? Ja. Jetzt müsste man eigentlich wieder die Frage bringen, passt überhaupt nicht rein, aber einfach mal so droppen, mitten hier in dem deepen Gespräch. Und was würde deine Freundin dazu sagen? Boah, ich glaube, dann wäre vorbei für ihn. Dann wäre wirklich vorbei. Er lacht immerhin und wieder. Ich weiß nicht, ob sie es halt so versteht, dass ich es wirklich ernst meine. Guck mal, ich sag dir das jetzt noch einmal klipp und klar. Okay. Damit du das auch verstehst. Mhm. Guck mal, ab dem ersten Moment, wo ich hier drin war, ich hab direkt gestrahlt. Meine Augen waren so direkt am Funkeln. Also das, was ich bisher von dir gesehen habe und wie sich das bisher für mich anfühlt, ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich wollte dir noch einmal klipp und klar sagen, du kannst mir vertrauen. Also alles, was ich hier mit dir mache, ist echt. Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, hätte man das Strahlen von Janiks Augen vom Anfang, was er gerade meinte, einfangen können und auf ein Kleid packen können, dann würde es wahrscheinlich so aussehen wie das, was sie gerade anhat. Ich habe dir schon mal gesagt, wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass wir hier zusammen rausgehen, ich könnte niemals damit leben, weil du mir heute noch so viel über Snow erzählt hast, euch beide als wir verletzen. Ich habe dir jetzt die Möglichkeit gegeben, dich zu beweisen. Aha. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du heute bei mir schlafen möchtest. Ach, krass. Ich dir meinen Schlüssel. Das will ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich schlauer aus Brian werde, dass mein Gefühl mir entweder bestätigt, dass er in einer Beziehung ist, oder ich endlich das Gefühl bekomme, dass er wirklich Single ist. Vielen, vielen Dank. Wie das heute ausgetestet wird. Aber eigentlich auch gar nicht mehr so verwunderlich, weil ich glaube, Brian war ja trotzdem, auch wenn sie es bei ihm ja
offensichtlich angezweifelt hat, war er ja trotzdem einer ihrer Favoriten, neben Yannick. Also ich glaube, Max, Brian und Yannick sind so die Nummer Einsen quasi. Gerne. Sehr schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir da tatsächlich jetzt nicht so den größten Kopf drüber. Schlimmer wäre Max gewesen. Hallöchen. Hi, hi. Oha. Ey, ich bin wirklich mega nervös. Warum? Ich weiß nicht. Mach dir. Vielleicht, weil du eine Freundin hast. Das sind nicht so viele Gedanken. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, ehrlich. Ja? Ja, voll. Warum? Weil ich jetzt endlich die lange Version hören kann von den ganzen Storys von mir. Nein, wir können mal über dich reden. Ich bin ein unscheinbarer Kerl. Ich habe so meine Komfortzone, in der ich mich ganz, ganz lang bewegt habe. So weiß ich, kann alles kontrollieren. Mhm. Das bringt, ich habe meine Routine. Ich habe immer so den gleichen Freundeskreis. Ich habe so ein Thema mit Linien. Bei mir muss immer alles so gerade sein. Ich stehe fast immer zur gleichen Uhrzeit auf. Egal, ob Wochenende oder nicht. Wenn ich zu Hause bin, ich putze mir die Zähne jeden Morgen und gucke in den Spiegel und schreibe mit mir selber. Das gibt dir so viel Selbstbewusstsein. Es hat bei mir so viel geändert. Durch die Musik wirkt das irgendwie so richtig so, als wäre das so richtig langweilig. Ich frage mich gerade, wie sie es empfindet. Ich putze mir übrigens auch jeden Morgen die Zähne, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich gehe Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag in Sport. Das bin halt einfach ich. Ich habe meine festen Uhrzeiten, wo ich fast immer esse. Brian ist sehr perfektionistisch und ich habe eine kleine Tochter, da fliegt das Essen durch die Gegend, da liegt meine Windel irgendwo auf dem Boden. Bei mir ist es halt alles andere als perfekt. Ich hätte gehofft, dass Brian interessantere Gespräche... Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, dass das eventuell, dass sie das so sieht. Boah, das tut mir irgendwie sogar ein bisschen leid für Brian, dass er keine anderen Themen ausgepackt hat. Irgendwas Tiefgründiges, nicht so, ja, ich gehe dreimal die Woche zum Sport, putze mir morgens die Zähne. Oh Mann. Wir hatten überhaupt gar kein Problem damit, dass uns der Gesprächsstoff ausging. Eher hatten wir zu wenig Zeit für und noch so viele Themen, die wir hätten besprechen können. Ich zock viel. Also ich zock gerne. Was denn so? Alles. Und durchs Zocken haben wir zwei Jungs in München kennengelernt. Okay. Das ist Christian. Dieses leichte Gähnen, so gerade nochmal das Gähnen runtergeschluckt. Was zockst du so? Alles. Oh Mann, ey. Er wird sich bestimmt im Nachhinein selbst denken, hätte ich mal, zum Beispiel wenn dann schon so eine Frage kommt, hätte ich mal irgendwas einfach rausgehauen und nicht nur so alles. Und was ist dein Lieblingsessen? Alles. Und der Thomas und der andere ist der Tobi und der Tom. Zocken, Sport, Zocken. Tobi, Tom, Thomas. Also normal ist das nicht. Ey, das ist einfach wirklich wie so ein Presslufthammer auf so einer Baustelle. So laut haben die dieses Geräusch von der Zahnbürste gemacht. Keine Ahnung, was Brian da gemacht hat. Also entweder hatte er einfach Angst, ins Bett zu kommen und hat gehofft, ich schlafe direkt ein. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Oder hat einfach gefühlt eine halbe Stunde seine Zähne. Dann sei mal froh, dass da kein Spiegel hing, dass er noch ein bisschen mit sich selbst reden kann. Dann muss er vielleicht auch gezwungenermaßen mit dir reden. Sie müssen sauber sein. Zähne sind das Wichtigste. Hast du noch so lange deine Zähne? Ja. Wie viele Zähne hast du? 32. Ich habe halt eigentlich immer so Zwischenraumbürstchen, ich habe eine Zungenbürste. Jeden Quadranten muss man doch putzen, so. Er weiß da sogar mit Fachsprache. Ey, an ihm ist ein Zahnarzt verloren gegangen. Jeden Quadranten muss man einzeln putzen. Ey, Brian, ey, wirklich, das, ich glaube, das hat ihm nicht so in die Karten gespielt, leider. Sind alle wieder früh auf den Beinen oder mindestens... Kann nur Fabio sein. Würde ich jetzt hier liegen lassen, ist es okay für dich? Ja. Ja.
Der muss jetzt Zähne putzen. Wir haben viel geredet. Ein bisschen geknutscht? Nee, gar nichts. Hat sich nicht ergeben. Schade. Da ist Yannick natürlich sehr erleichtert. Der Moment muss passen. Stimmt. Okay, mal gucken, was hier geht. Also ohne, dass ihr jetzt sie kennt, so von was ihr so gesehen habt. Ich habe sie am Anfang so eingeschätzt, dass sie so voll zurückhaltend ist, aber sie geht bei den Männern schon krass ran, ganz ehrlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Und wenn ein Mann dann den Kuss nicht erwidert, dann wird er auch fliegen direkt. Ja. Safe. Ich find's heftig. Mein Freund mag sowieso nicht, weil die so schnell zu haben sind und so. Hast du? Ja gut, ne, da weiß ich jetzt nicht ganz, was ich davon halten soll, von der Aussage. Ich hab's Gefühl, da liegt so eine leichte Eifersucht im Raum. Das ist doch klar, dass sie in der Show so rangeht. Muss sie doch auch. Was soll die denn sonst machen? Soll die irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter Abstand halten, ein bisschen mit denen reden und dann irgendwie mal gucken, wenn die Show vorbei ist, wen die dann noch kennenlernen kann? Also, das ist halt natürlich kompletter Quatsch, ne? Ist ja auch schlau, in so einer Show schon vielleicht auch ein bisschen schneller ranzugehen als im echten Leben, weil hier hat man ja auch nicht so viel Zeit. Ich finde, dieses mit der Person ein Bett teilen ist was sehr, sehr Intensives. Und wenn du da noch intensive Gespräche führst. Oh, das ist aber ein guter Untertitel. Zu welchem Mann gehört sie wohl? Ja, das kann halt wirklich nur Yannick sein. Oder, weil wir wissen natürlich nicht, wann das hier gedreht war, ne? Also wann das gedreht wurde. Könnte auch sein, dass es nicht nach der Nacht mit Brian gedreht wurde, sondern schon vorher. Auch wenn da nicht alle sitzen. Ne? Niki ist ja nicht mehr dabei und Pete auch nicht. Aber das muss halt alles nichts heißen, ne? Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich die Freundin von Brian sein. Für welcher normale Partner würde seine große Liebe hinschmeißen, nur für eine, die da jetzt ein bisschen... Im Fernsehen 1000 Männer zeigt, ehrlich. Da sind die ja da so ein bisschen viele Bekanntheitsgrad hat, weißt du, also... Ich sag nur, Yannick. Yannick spielt da gut. Er weiß, wie er die um Finger wickeln kann. Und er weiß wirklich, welche Knöpfe er drücken muss, der Yannick. Er kommt auch so vor, als würde er noch viel erleben, ist noch jung. Obwohl sie hat ihn das ja gefragt. Sie hat ja gefragt, so, wäre das für dich jetzt geil, wenn wir hier rausgehen als Pärchen ja, was soll mit meiner sagen? Kleinen Tochter? Ja, sagen wir, Eierkuchen vorstellen. Und er dann so, ja, das wäre mein Traum. Boah. Das ist jetzt schon ein interessantes Gespräch. Das Ding ist, ich glaube, die wissen es ja selber noch nicht, oder? Also auch die wissen dort noch nicht, wer mit wem zusammen ist. Bin ich mir aber nicht sicher gerade. Das könnt ihr mir bitte mal kommentieren. Die zweifeln auf jeden Fall krass an Yannick. Also Freunde, ich habe sehr viel, glaube ich, geskippt jetzt. Hier gab es Speeddates, die waren, ja, mehr oder weniger interessant, sind jetzt aber nicht so wichtig für das Video. Aber eventuell... Die Szene, die jetzt kommt, sollte man vielleicht trotzdem mal gesehen haben. Mach gleich 2. 1, 2. Warte, komm her. 3. Oh, da nutzt er direkt mal die Chance. Ernsthaft? Was? Wiederholung? Die Reaktion. Oh mein Gott, jetzt wollt ihr es. Oh mein Gott, das ist die Zunge. Ja, nichts gesagt. Das ist die Zunge. Ah, okay. Das zeigt mir, dass du auf jeden Fall ein Familienmensch bist. Da ich das auch bin, finde ich, dass das zwischen uns schon mal ganz gut passt. Deswegen geht der Award auch an dich. Dankeschön. Bitteschön. Ich finde es schön, dass du meine Tochter immer mit einbeziehst. Ja, danke schön. Man merkt auch, dass sie dir sehr wichtig ist. Selbst mir ist ihre Tochter irgendwie mittlerweile schon wichtig geworden, weil man einfach merkt, dass sie ihr so am Herzen liegt. Ich habe einen sehr großen. Ich kann es kaum erwarten hier, wenn das Geheimnis gelüftet wird. Yannick könnte auf jeden Fall ein potenzieller Typ sein, für den ich noch eventuell ein bisschen Platz in meinem Herzen hätte. Danke. Okay, er nutzt hier auch die Gelegenheit. Ja, wie geil das aussieht mit diesem Schirm. Ich für mich bin definitiv schlauer daraus geworden. Aber noch ahnt hier niemand, was jetzt wirklich gespielt wird. Herzlich willkommen zur Weltpremiere von Showdown aus heiterem Himmel. Ich habe irgendwie so die leiste Vorahnung, dass vielleicht wieder jemand gehen muss heute. Könnte ich mir irgendwie vorstellen, ne? Also gut, wir hatten halt am Anfang der Folge dieses Mal die Nominierung und theoretisch könnte man das jetzt einleiten und beim nächsten Mal dann auflösen und würde vielleicht auch sogar mehr Sinn machen, als wenn nur jede zweite Folge jemand raus muss. Oder, das muss ich noch ergänzen, die kommen wieder zurück und es ist plötzlich noch irgendjemand dazugekommen. Weil heute habt ihr großes Kino-Date. Hier sind die Tickets. Und ich kann euch sagen, es ist eine ganz besondere Vorstellung. Ich halte in meiner Hand genau 9 Tickets. Es war so klar. Und wenn ich so einmal schaue und zähle, dann seid ihr 10 Männer. Herzlich willkommen zum kleinen Überraschungs-Showdown. Oh.
So, Männer, wer von euch bekommt ein Ticket? Und für wen geht es jetzt gleich nach Hause? Und wir werden natürlich dann auch erfahren, wie der Beziehungsstatus ist. Du kannst jetzt gleich den ersten Mann benennen, der weiter in der Villa bleiben darf. Sieh da. Also ich würde sagen, Freunde, wir machen das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Mein erstes Ticket annehmen. Auf jeden Fall. Ich sag, Frederik wird raus müssen. Also er hat so eine Story erzählt, obwohl er eine Person gedatet hat, irgendwie eine andere Person geküsst hat und so. Und die Story kam nicht so gut an. Habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Aber ich glaube, das könnte ihm so ein bisschen zum Verhängnis werden. Freddy und Marco, ein letztes Ticket ist noch übrig. Jelis, an wen geht das? Aber er gibt sich trotzdem Mühe und deswegen kann er noch hier bleiben. Marco? Marco, okay. Freddy. Yes. Du hast kein Ticket bekommen. Das heißt, du musst gleich die Villa verlassen. Kommst du einmal zu mir kurz vorher? Klar. Jetzt müssen wir natürlich noch mal auflösen, ob er Single oder vergeben ist. Dass er keinen Bock hat, hier zu sein. Und wir hatten nicht diesen Draht. Und er wollte, glaube ich, auch nicht über seinen Schatten springen und auf mich zukommen. Wir wollen natürlich wissen, ob du in einer festen Beziehung bist. Ich sag, der ist Single. Ganz kurz und knapp. Wir gucken es uns an. Also keine Freundin? Keine nur Freundin. Der Koffer. Keine Freundin. Keine Freundin. Jelis, du schickst einen Single-Mann nach Hause. Männer. Freddy. Mach's gut, Freddy. Ein sehr guter Schauspieler. Viel Erfolg, Jelis. Stimmt. Ich hoffe, du bist der Richtige. Tja, Freunde, und damit sind wir hier wieder am Ende angekommen. War trotzdem eigentlich ein gutes Ergebnis heute. Also zwei vergebene Männer haben wir weniger. Umso gespannter bin ich natürlich aufs nächste Mal. Es werden wahrscheinlich immer weniger werden. Wie gesagt, keine Ahnung, ob nochmal irgendjemand dazukommt. War eine geile Folge. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.